Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt Jay and Silent Bob, Kleiner Wurm, Harald der Schlitzer und Mathilde. Hallöchen, Hallöchen. Ja. Zu unserer Silvesterfolge. Ja, und da lassen wir es mal knallen heute. Hoffen wir mal, dass es auf gute Art und Weise knallt. Mist, wir hätten mal Bomben bauen sollen oder so. Wir haben so viele Kugeln, die haben wir alle in dem Tränkedings stehen. Können wir nachher am Schluss... Yeah. Ich habe sowieso hier noch eine Reise Kugeleffekte kombiniert. Ja, ich muss noch Sprengstoff einsetzen. Oder ja, Kugeleffekte kombinieren, genau. So, welchen müssen wir? Wir gehen nämlich ganz weit weg. Den hier, genau. Gut. Ganz, ganz weit, den hier brauchen wir. Beam me up. Und nur einmal auf E. Habe ich gemacht, nur einmal auf E. Ich habe den Kartenraum jetzt nicht in der Hand. Okay, wieso? Tada! Ich habe das... Ja. Jetzt geht's. Wir sind ganz weit weggesprungen eigentlich. Von unserer Basis, ja, ganz, ganz, ganz weit weg. Wir wollten mal unsere Nachbarn besuchen. Wir haben uns damals nicht so richtig reingetraut. Jetzt haben wir ja zwei neue Leute. Aua! Die greifen mich ja an! So eine Dovis! Scheiß Knochenköpfe! Scheiß Verein! Ich geh mal zu diesem doofen Bogenschützen da. Der einer kam uns ja schon entgegen, der war ja nett. Los, zackt sie, macht sie kaputt. Bogenschützen sind nervig. Kriegt man nicht irgendwie auch Köpfe durch die? Nee, ne? Doch. Ich hab Knochen. 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 Ich hab einen verwitterten Schädel und Knochen. Was hast du gemacht? Ah, dieselbe Waffe wie ich. Ja, ja, hab ich auch. Die Köpfe sind interessant. Mal so tolle Sachen mitmachen. Die nächsten. Los, Fass! Und ich habe natürlich, bevor wir losgezogen sind, habe ich unsere Fackeln repariert. Super. Diesmal Video in Helligkeit. Was ganz Neues. Ja, ja, ja. Aber wenn wir die Kletterparty wirklich nochmal angehen, dann machen wir das trotzdem mit. Ich glaube, da geben wir unseren Sklaven auch Fackeln. Das wäre doch mal eine Idee. Können die sowas tragen? Keine Ahnung. Oh oh. Ah, der Hammer ist die richtige Waffe für die Viecher. Siehst du, ich wollte mir noch mal eine einhändige Axt machen. So eine, wie ich schon habe, oder? Ja, ich glaube. Kann ich die auch bauen? Kannst du auch machen. Gibt's dann, wenn wir wieder zu Hause sind. Also ich habe so, wie nennt sich die Axt? Altertümliche Axt oder so? Ne, alte Axt. Right. Ist jetzt schon wieder dunkel. Ja, jetzt gehen wir ja eh in den Tempel, von daher ist doch egal. Da wird's Licht, wird Licht angemacht, ja? Jo. Hey, geschlossen? Du musst auf E drücken. Ah. Ich wundere mich, ich trinke nebenbei noch heißen Cappuccino. Genau, und zwar nämlich letztes Mal die Skelette ein bisschen beschäftigt. Nee, der Gegner. Der das Oberskelett eben. Genau. Die Kleinen hier doch nicht. Nee, die Kleinen nicht. Ah, ich rede da von den... Ich glaube, du gehst auf die Seite, dann gehe ich auf die andere. Ich glaube, wir hätten vielleicht mal so einen Dietrich mitnehmen müssen, falls er nämlich so ein
Wir sind aber immer noch nicht Stufe 60, mein Schatz. Ja, stimmt. Da war ja was. Mein Schatz. Aber wir haben schon mal Ziegel. 6 Stück. Was war in deiner Kiste? Ah, Holzknochen. Cool. Nichts Besonderes. Pflanzenfasern. Ah. Also nichts, wo ich sage, yo. Aber hier ist jetzt nicht überall eine Truhe, leider. War aber links noch eine Truhe? Ja. Oh, du bist ja schon bei mir. Man kann ja versuchen, sich so ein bisschen anzulocken. Man versucht hier so ein bisschen nacheinander. Ja, muss nicht alles auf einmal sein. Genau. Soll ich dann mal den Großen anlocken? Ja. Nur den Großen bitte. Ich lock den auch an. Na, die anderen sind auch mit angelockt. Schade. Scheiße, bei denen funktionieren keine Giftpfeile. Fuck. Ich gehe erstmal auf die kleinen Skelette los. Ist ja dunkel hier wie ein Arsch. Ja, ich laufe vor dem Großen weg. Kein Problem. Gut, dass er leuchtet. Na gut, dass er es auf mich abgesehen hat. Ja, bleib doch mal stehen hier. Aua. Ausdauer. Okay, jetzt sollte ich mal ein bisschen wieder aus der Distanz arbeiten. Aber unsere Jungs halten sich gut. Ja, ich kann die Giftpfeile kann ich vergessen. Nee, das brauchst du auch nicht bei dem. Also ich habe das Gefühl, gegen Untote helfen gut so stumpfe Waffen. Vielleicht helfen auch stumpfe Pfeile. Ja, die habe ich jetzt nicht mit. By the old serpent, invaders! Langsam und stetig wird das aber auch was werden. Kleiner Wurm kriegt ganz schön was ab. Ja. Ich schieß dem schon immer so ein paar Heilpfeile hin. Jetzt kann ich noch mal ein bisschen die Rüstung zerdeppern. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn die Rüstung durchbrochen ist, ob er schneller kaputt geht oder so. Wahrscheinlich.
Aber jetzt haben wir nichts. Ah, wir haben ihn schon fast zur Hälfte. Ja, gute Jungs. Ja, das ist so schade, dass das, was so anderen immer hilft, bei anderen Gegnern hilft, dass es bei diesen Untöten nicht hilft. Brauchst du Heilung? Nee, ich esse oder nicht was. Ich habe gerade nichts gesehen und ja. Hier, wenn man an bestimmten Stellen steht, dass man so eingesandet. Ja, so grau, ne? Langsam und stetig. Ja, dann kriegen wir schon hin. Ja, ja. Oh, ich gehe noch mal ein bisschen nachkommen. Nicht so viel, du bist unsere Heilerin. Ja, ja, nur so ein bisschen. Nur ab und zu will ich auch mal draufhauen. Nee, ist ja okay. Dann gehe ich nochmal noch ein bisschen Rüstung kaputt. Wenn ich ihn treffe. La 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 la. Ich glaube, dadurch, dass die ihre Dinger haben, brauchen die gar nicht so viel Heilung gerade. Nö, die heilen ganz gut selbst. Ich glaube, ich konnte schon mehrfach Pfeile bei ihnen rausziehen. Das kann sein, dass ich da... Ich habe da, glaube ich, meine Präzision entsprechend verbessert. Eisenkopfpfeile oder sowas. Ja. Ich hab das so gemacht, wenn ich nicht treffe, dass die dann so abfallen, dass man die wieder rausziehen kann. Hast du gelernt, ja? Ja, meine Präzision ist dahingehend verbessert. Ah, jetzt haben wir ihn doch schon fast. Boah, dann hat es gleich zerlegt. Na, ich kriege hier mal einen Schluck von dem Kaffee. Es ist wirklich ganz schön finster, wo der steht. Ja. Sieht man ja gar nichts. Yay! Er hat Lars dabei. Und zwei legendäre, wow, Rüstungsreparaturkits, die sind gut. Für legendäre Rüstung. Leider hat er nichts Legendäres fallen gelassen, unser Nachbar. Und keinen Kopf hinterlassen. Das ist cool, weil dann könnte ich mal meinen Helm irgendwann reparieren, wenn der fast im Arsch. Ja, ich habe einen Kopf. Yay, ich habe schon drei Köpfe. Ja. Gibt's noch tolle Sachen?
Oh, hier ist was zum Lesen. Was zum Lesen? Ja, kannst du dir mal vorlesen. Du hast eine schöne Leserstimme. Ich bin Schäfer von Kot und nun hört mir zu, hör mir zu und lerne. Wisse, dass in diesen Mauern Fallen versteckt sind, die einen Mann zerschmettern, verbrennen oder brechen können. Bewege dich in diesen Hallen sehr vorsichtig, um nicht den mechanischen Zorn ihrer Erbauer auf. Mir wurde von einem Bekannten aus den Reihen der Reliquienjäger zugetragen, dass in dieser düsteren Feste ein Schatz und ein Fluch verborgen sind. Die Männer flüstern vom Kriegsherrn und seinen Wächtern, aber ich bin die beste Diebin, die diese Lande je gesehen hat. Darum sage ich dir, wer auch immer du sein magst, solltest du in diesen Hallen meine modernden Knochen finden, nämlich in Acht. Denn wenn jemand wie ich erschlagen wurde, wird sich jemand wie du wünschen, er wäre nie hergekommen. Dahinter geht's wahrscheinlich noch weiter. Wahrscheinlich. Hast du die Truhe da geöffnet? Welche? Die, an dem Tor hier? Nein. Da bin ich rangegangen, da gab's einen Schlüssel. Geh da auch mal ran, drück mal E. Aber die ist ja schon offen. Ah, ich habe einen Schlüssel gefunden. Das brauchen wir bestimmt, um dieses Tor zu öffnen. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Ah. Denn jetzt macht das mit dem Fallen auch Sinn. Gibt's das, ist hier auch wieder so ein Boss-Geraffel oder was? Keine Ahnung. Oh, guck mal, hier sind so Papyrusrollen. Und guck mal, hier ist eine Karte. Ein Kartenraum? Tatsächlich. Der ist aber cooler als den, den wir haben. Der sieht genauso aus. Ja, kann man auch. Hast du gemacht? Ich habe eine Falle ausgelöst. Hast du mit E drauf gedrückt oder was? Ah, da brauchen, müssen wir anscheinend Objekte finden, die da drauf passen, weil mir wurde gerade angezeigt, du hast nicht das Objekt, das auf diesem Sockel passt. Ah, okay, bei mir steht nur E interagieren. Genau, und später dann, du hast nicht das Objekt, das auf diesem Sockel passt. Was bedeuten diese Räume hier? Da kriegen wir vielleicht die Objekte, die da drauf sollen. Das gefällt mir. So viele Räume wie es sind, so lange hält meine Axt hier gar nicht mein Hammerding durch. Hast du nichts zu reparieren mit? Nö, ich hab immer genug Waffen dabei. Oh, die Tür geht zu. Au, 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 die tun mir ganz schön weh. Ich bin tot. Was? Ja, die haben mich zu fassen. Scheiße! Ich konnte in Dungeon, glaube ich, spawnen. Hoffentlich liegen da meine Sachen noch. Hä? Das ist ja aber nicht Dungeon. Oh, scheiße. Ich bin auch im Dungeon. Auch gestorben? Scheiße. Krieger der lautlosen Region. Hast du nicht den Dungeon ausgewählt? Ja, ich habe Dungeon ausgewählt. Du auch? Ja, und ich bin noch im Dungeon. Da hätte ich ja irgendwie... keine Ahnung. Das nicht, der war das. Ich hoffe mal, draußen sind keine mehr. Doch, hier draußen sind wieder welche. Dann zeige ich euch jetzt mal den flinken Heinrich. Unsere Jungs sind aber gut dabei. Das ist gut. Hi, hi. Hallo, ich bin der Heinrich. Wie geht's euch?
Ja, ihr mich auch. Ihr Kanalratten. Aus euch mache ich Musikinstrumente. Ach, hier sind sie auch schon wieder. Wollt ihr mich verarschen? Hinfort mit euch, untotes Gesocks. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Der Raum ist auf jeden Fall geleert. Unsere Jungs haben die hier platt. Ich bin ja gerade gestorben. Ich hätte ja was zum Reparieren mitnehmen können, aber. Naja, vielleicht sterbe ich ja nochmal. Ah, da bin ich wieder. Hurra! Hallo! Ja, war nicht so leicht, ne? So, dann häute ich mich einmal. Ich wollte das wegwerfen. Darf ich dich auch gleich häuten? Ich wollte eigentlich, ja, kannst du machen. Was wolltest du? Mein Herz rausreißen, aber du kannst mich gerne häuten. Kannst du ja trotzdem machen. Ja? Du kannst erst dein Herz rausnehmen und dann häute ich. Na, warte. Oder auch nicht. Ich habe ein paar Ärmchen, wenn du haben willst. Aber ich habe auch ein bisschen Menschenfleisch. Geht's hier hinten noch weiter? Nee, ne? Müssen wir mal gucken. Weil es sieht auch aus wie eine Tür. Weil, ja, haben noch keinen Gegenstand bekommen, ne? Nein. Ja! Ei. Wie viele Köpfe hat der? Soll ich das wissen? Geh da mal hin. Sag mal hallo. Eher mit einem Schlangenpfeil anpieksen. Was? Warum die Schlangenpfeile? Die sind teuer. Die normalen. Ein. Einen toten Kopf, den kriegen wir. Ja. Hey, sag mal offen hier. Ja. Locken wir mal raus. Oh, den kann man vergiften. Das ist kein Untoter. Das ist hier einer von diesen Schlüpferkönig. Kannst du dich noch an Schlüpferkönig erinnern? Ja, natürlich kann ich mich an Schlüpferkönig erinnern. Das ist einer von seinen Leuten hier. Ja, schön. Er rennt gerade hinter mir her. Bei der Macht von Schlüpferkönig. Aua. Haut auch ganz schön rein. Ja, aber den kann ich vergiften. Wir sind voll feige. Lassen unsere Jungs das machen. Zack und ja, dafür haben wir unsere Jungs. Ja. Der hätte ich mal mehr Pfeile mitbringen sollen. Sehe ich das richtig? Bluten geht hier bis Stufe 20? Ja. Deswegen möchte ich kleinen Wurm auch diese Pointguards so gerne wegnehmen. Nee, ist doch okay, wenn sie unterschiedliche Waffen haben. Ach ja, wir müssen unseren Jungs dann auch noch sagen, dass die uns wieder folgen sollen. Die stehen noch auf Kundschaften.
jetzt. Ach ja, da war ja was. Hast du vielleicht noch... Was? Pflanzenfasern dabei, rein zufällig? Nee. Schade. Hab nämlich keine Pfeile mehr. Ah, von den normalen habe ich auch nur noch 62. Gar nichts, geh weg von mir. Oh oh. Kleiner Wurm, so töte ihn doch. Geh doch. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns wenig Ausrüstung für den Dungeon mitgenommen haben. Ja, da braucht man eindeutig mehr Pfeile. Also da hätten wir hunderte von Pfeilen mitnehmen müssen. Ja, da müssen wir erstmal ordentlich für... Ja, Ulrich hat ja auch eigentlich gesagt, wir brauchen bessere Ausrüstung. Aber ja, aber ich will es mal ausprobieren. Aber jetzt sind wir schon mal hier. Eben. Ich piek sie empor. Das war ein King. Yeah. Errungenschaft. It's a King or it's Ghost. Ey, du hast mir eine Waffe geklaut. Möchtest du die haben? Ich zeig mal. Ich will wissen, was das ist. Warte, wo bist du denn? Ich hab sie nicht. Ja. Wenn es eine Einhandwaffe ist, kannst du sie behalten. Ich hab's noch nicht ausprobiert, aber jetzt hast du auch einen Reisefortschritt wieder. Jo, eine legendäre Waffe habe ich da irgendwas. Genau. Eine Waffe aus den Gemächern des Kriegsherrn. 56 Gesundheitsschaden, 9 Rüstungsdurchdruck. Es ist oh, der gibt Dämonenblut! Ist viel besser als meine Axt, die ich habe. So, Einhandwaffe oder okay. Zweihandwaffe? Einhand. Dann nimm du sie. Yay, danke. Hast du sie? Ja. Dann holen wir uns mal die Brotdosen, die noch da drin sind. So Hohlköpfe. Hm. Wo waren die jetzt? Da lang? Oder da lang? Da lang. Ich glaube hier lang. Ja. Das waren ja, glaube ich, nur zwei normale, oder? Halbwegs normale. Hallo! Na, schon etwas stärkere normale. Ach scheiße, wir haben den Jungs noch nicht gesagt, dass sie uns folgen sollen. Ach fuck. Halb tot oder was? Holen wir mal unsere Freunde. Wo sind sie denn? Jungs, wir brauchen eure Hilfe. Da ist keine Wurm. Folge.
Attacke! Nein! Scheiße. Ich wollte so Indiana Jones mäßig drunter durchrollen. Bin aber kurz davor geendet. Das war lustig. So, legt los, Jungs. Ui, die sind ganz schön flink. Oh, zwei Goldbahnen und ein Silberbahn. Das ist gut. Es lebe der Kartenraum. Der zweite. Da ist noch eine Truhe, die kannst du haben. Okay, aber ich habe doch schon die schöne Waffe bekommen. Dann gucke ich's mir. Oh, hier ist ein Bettchen. Und hier ist noch eine Truhe. Truhe. Das ist ein großes Bett. Wir haben hier irgendwelche Samen. Graue Lotus-Samen. Ah, hier sind Pflanzenfasern. Hier sind Pflanzenfasern. Oh, Pflanzenfasern. Kann ich mir neue Pfeile machen? Kann ich die haben? Ja, ja. Ich gebe alles. So kann ich die Steine noch schmeißen. Oh, Silber. Ein Barren oder normal? Barren und Münzen. Oh, jetzt mache ich erstmal einen Haufen Pfeile wieder. Mach das. 13. Mondblut habe ich bekommen. Hey, ich glaube, 20 brauchen wir noch. Hoffe ich nur, dass da draußen nicht schon wieder alles gespawnt hat. Oh, ich sehe gerade, hier sind voll die grünen Schädel. Ja. Kann man leider nicht abbauen, ne? Wirklich cool. Warte mal, hier hängt irgendwo ein Pfeil in der Luft. Oder? Ja, ich habe vorhin auch schon einen gesehen, den konnte ich nicht aufsammeln. Aber ein Objekt haben wir jetzt nicht bekommen. Oh doch, warte, ich habe was gekriegt. Eine Statuette des Kriegsherrn habe ich bekommen. Aha. Bleibt die hier, guck mal. Bleibt die auch dauerhaft da jetzt stehen? Keine Ahnung. Ah, das, guck mal, das ist da, wo die Obelisken sind. Ja. Und da muss man die dann wahrscheinlich draufstellen. Aber ganz ehrlich, wenn jetzt hier noch 4, 5 Könige sind. Das schaffen wir nicht. Aber es sind nur, warte mal, 3 offene Türen, ne? Hm. Das ist der Eingang. Und ich muss mal... Nee, das hier ist der Eingang. Ah, ja, das eine ist der Eingang, aber hier ist eine verschlossene Tür. Aber hier kann man auch interagieren, okay. Ja, machen wir gleich hier links mal, gucken wir da mal rein. Ja, genau, Stückchen für Stückchen. Wir hatten gerade den grünen. Jetzt gucken wir mal in den roten rein. Guck mal, da hat ein Buch, der steht für Weisheit, der macht bestimmt Feuerbälle. Aha, hier geht's nach links und rechts. Wo wollen wir hin? Links oder rechts oder jetzt mal geradeaus? Da kommt einer. Vielleicht haben wir Glück und es ist gar nicht überall so ein Muster drin. Aua. Oh, normale Skelette. Ja, okay. Bevor ich da weitergehe, schau ich mir diese Seite hier noch an. Ja, ich komme mit. Das ist ein normales Skelettchen. Kommt her. Ah!
wir mal, was der nächste Raum so bietet. Ich hab einen Arsch voll Knochen. Ja, ich auch. Aber dafür wieder 100 Pfeile. Das ist noch so ein großer Typ. Oh. Den schaffen wir bestimmt, oder? Ist das nur ein Typ? Aber der hat keine Waffe in der Hand. Das ist bestimmt ein Magier oder so ein Kack. Ja, ich gehe erstmal vorsichtig zu ihm hin. Meinst du? Okay. Nein, ist er nicht. Hey, komm nicht zu mir. Ich bin brav. Ich gehe auch in dein Bettchen, guck mal. Schönes Bettchen, mache ich Kakapu drauf. Abpraller. Aber es ist hell beleuchtet hier diesmal, ne? Ja. Er rennt so viel hin und her. Ja, den trifft man kaum. Und ich habe das Gefühl, meine prallen irgendwie ab. Ach so. Ich kann nicht über den Tisch schießen. Das ist das Problem. Ich schieße in den Popo. Los, Attacke, kleiner Wurm. Fass. Versuch den auch die ganze Zeit schon in die Beine zu treffen. Oh, damit kleiner Wurm, greif doch da mal an. Hilf dem Schlitzer! Würmchen! Fass! Ich glaube, da müsstest du ein bisschen näher rangehen. Mach ich ja gerade. Ist der verbuggt? Oh, guck mal, der ist verbuggt. Ich schlitze ihn, der Typ ist buggy. Oh, ich will auch mit Schlitzen beim Buggy-Typen. Das glaube ich richtig zuhaue hier. Er ist in der Tür festgebackt. Ja. Immer einen schönen Schritt rein, damit es Captain impotent wird. Das spart viele Pfeile. Hast du ihn schreien hören? Das tut weh. Die Hälfte haben wir gleich. Ja, cool. Also immer zu den Türen locken. Locken wollte ich schon sagen. Es ist so anstrengend, da muss ich erstmal was trinken hier. Ah, im Real Life auch. Ich hab Kapo. Und ich habe Tee. Lauwarm. Der Tee auch langsam. Ja, kalten Tee kann man ja trinken, finde ich, aber kalten Kapo nicht. Kalter Kräutertee wird ganz schnell bitter. Ach, das geht nur. Genau, bei See. So, einmal kurz ausruhen. Wer sagt ja was? Was sagt er denn? Weiß nicht, irgendwas. Ist ja anstrengend. Ich glaube so. Also ermüdend. Der härteste Bossgegner ever. Oh, warte mal, da kann man ein schönes Bild machen. Oh, warte mal. Ja! Mit der V-Ansicht geht das schön. Den loot ich jetzt. Mach das. Oh, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Ich bin an der Tür. So. Gut. Ja, dann loote. Du wolltest den noch looten. Hab ich doch. Ach so, dann zerhacke ich ihn. Warte. Yay, wir haben 28 Dämonenblut. Und er hat einen Goldbarren und eine Goldmünze. Cool. Aber der hat ja nur eine Truhe, der Sausack. Oder stehen hier noch irgendwo welche rum, versteckt? Ich gucke hier. Was hat er denn hier auf dem Tisch überhaupt? Klettern nicht möglich. Warte mal, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Wo bist denn du? Komm mal her. Hier, hier. Hock dich mal.
soll sich hinhocken und keine Rolle machen. Mist, geht nicht. Ich hab's aber auch schon mal geschafft, auf dich zu springen. Ich weiß, deswegen wollte ich ja auch auf dich springen. Der hat nur eine Tour gehabt, meint das. Ja. Vorm Bett. Okay. Ne, hinten links, die hattest du ja schon gelootet, oder? Ne, die ist ungelootet. Was haben wir da drin? Kohle? Ich dachte, du hättest die gelootet. Nö, ist aber Standardscheiß. Bis auf diesen einen Schieferrücken. Schlüpfling-Panzer. Oh! Cool. Achso, und ich habe irgendwie Bewohner der dunklen Quelle. Was ist denn das? Ist wahrscheinlich eine Figur. Die können wir dann... Nee, kann, ist irgend so ein Text. Ein vom Archivar selbst verfasstes Manuskript. Benutzen. Nee, weiß nicht, was das ist. Dieses Buch beschreibt die Abenteuer eines Barbaren, der eine dunkle Quelle entdeckt, in der er nicht zu baden wagt, da er aus der Tiefe Stimmen zu hören glaubt. Die Geschichte fühlt sich irgendwie falsch an. Trotzdem ist ihre Lektüre auf seltsame Weise inspirierend. Wäre sie von einem anderen Autor verfasst worden, hätte sie richtig gut werden können. Solange sie nicht von R. Wenzel R. R. Skowronek. Wunden der Wunderhure. Und die Wunderhure in Wuppertal. Ja. Sat 1 verfilmt. Die Wunderhure. Ach, schön. Huch, die eine Statue ist weg, die ich hier hingestellt habe. Warte mal, hat sich hier was geändert? Nö, ne? Nee, aber die Statue, die ich hier hingestellt habe, ist weg. Fuck. Dann müssen wir diesen Typen wieder killen. Mach mal kurz die Tür wieder auf. Naja. Der ist bestimmt schon wieder gespawnt, darum ist sie weg. Also schnell kann man die doch gar nicht alle töten. Nee, aber das heißt, wir müssen die Figuren aufheben. Ah, ja. Ah, Mathilde verstanden, gut. Nee, wir müssen sie aufheben, denke ich mal. Scheiße. Ja, sieht so aus. Weil ich schaff's doch nicht mit einem Durchlauf hier so stark. Nee. Aua, Alter, aua! Nein, nein, wieder auf! Kleiner Wurm war mitten in der Tür. So, erstmal, geh mal weg da, du Harald. Harald steht im Weg rum. Lebst du noch? Gut. Ja, ich heile mich gerade. Alter, ich komme mit, ich habe auch ein bisschen Aua weh. Aber hier finden wir mehr Goldmünzen als in der Stadt mit den Truhenlooten. Ah, wer weiß, vielleicht haben wir dann echt schon... Das wäre geil, wenn wir dann schon genügend Gold... Ich meine, selbst wenn wir da diese Inni hier nicht schaffen sollten, ist die ja jetzt nicht vergebens gewesen. Nee, die Statuen haben wir ja. Haben wir überhaupt gesagt, ja, die was eine wir, ist jetzt wieder weg. Was wir machen wollen? Nö, hatten wir nicht am Anfang gesagt, aber das liegt hier ja jetzt. Ja, wir wollten halt einen fertigen Kartenraum haben und damit in den Dschungel. Ach, das meinst du? Ja, ja, genau. Erkundung. Da war ich mir jetzt nicht, ob wir das schon erzählt haben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir es mal so offscreen dann besprochen haben oder beim Spaziergang oder ob wir es hier schon mal erwähnt haben. Aber das ist der Plan, ja. Dass wir im Dschungel die Säule finden und dann können wir da direkt den Kartenraum aufnehmen. Genau, wir machen das. Etwas, wenn ich rumlaufe? Ich weiß nicht, ich wollte ihn eigentlich im Blut töten. Den Skelett. Das passiert Skelett. Nichts. Passiert nichts. Oh, warte mal, da sind ja schon zwei Schlangen. Riesengroße. Oh, dann könnte es giftig werden. Sind das hier so schlangengläubige Typen, diese? Keine Ahnung, aber hier aus dem. Da führt eine Blutspur raus. Das ist ja, da ist raus drin geboren, so.
Oder es wurde rausgeschleift. Hm. Stimmt auch hier. Ja, das ist wieder ein großer. So ein Schlüpferking. Ne? Der Raum sieht cool aus. Das ist meiner. Hier wohne ich. Wollen wir versuchen, den wieder in die Tür zu locken? Ja, war ja einfach. Machen wir mal. Oh, der hat einen Stab. Oh. Verdammt. Schade, der wird nicht so leicht. Ist ja ziemlich aggro mit seinem Stab da. Ja, Aggro-Stab. Dafür schieße ich dir in die Eier. Genau. Da freut er sich. I have tasted death, mortal. Let me share. Oh, ich bin wieder. Ich mach mal die Tür wieder auf. In der Hoffnung, dass er festpackt. Ja. Wäre ein positiver Bug. Nicht schlecht, so ein. Wollte ich gerade sagen. Man kann ja mal gucken, ob man die Bugs so für sich arbeiten lassen kann, so ein bisschen. Ja, richtig, richtig, richtig. Türchen auf, Türchen zu, Türchen auf, Türchen. Ja, komm, 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 mein Freund. Aua, aua, aua! Warum greift er dich denn an? Komm her, komm her, komm her. Der will irgendwie nicht, ne? Aber unsere Jungs machen einen wirklich sehr souveränen Job. Weil das Gute ist, den kann ich auch so ein bisschen schön schlagen. Der geht ja immer nach vorne mit seinen Attacken. Dann konnte ich von hinten bisher auch mal gut schlagen. Okay, jetzt. Ja, seine Angriffe sind nicht so wie gerade beim vorigen so flächenmäßig. Das ist eher so klein. Oh, der hat einen Mithras Gerechtigkeit, einen Hammer. Ein Hammer? Ja, einen großen Hammer, nimm den mal. Könnte was für dich sein. Brauche ich das Ding, was ich habe, nicht reparieren, das ist ganz schön praktisch. 51 Gesundheitsschaden, 28 Rüstung, legendär. Schild zerschmetternd und das andere? Ja, geil. Rüstungsdurchdringend bleibt gleich, aber der Gesundheitsschaden steigt. Ja, das ist doch gut. Das ist aber ein Einhandhammer. Aber nehme ich trotzdem. Eine Truhe? Kletter nicht möglich. Hm. Tatsächlich nur eine Truhe. Hast du schon gelootet, ne? Mhm. Ist ja ein geiziger Typ.
echt, ey. Mann, diese Gläubigen. Statue hast du abgesahnt, ja? Die Statue habe ich, ja. Gut. Müll packe ich später, was mache ich anders? Warte mal. Klar, als Festung sind wir. Eine Einhandswaffe hattest du ja jetzt, eine gute, ne? Legendäre. Brauchen wir gar nicht. Ja. Weil meine Zweihandachs, meine Einhandachs brauche ich jetzt auch nicht mehr. So, jetzt müssen wir nur theoretisch den einen vom letztes Mal töten und so. Die Folge ist schon lang genug. Dafür müssen wir einen Break machen. Ja, warte, ich guck mal, ob diese Tür hier aufgeht. Ja, die kannst du interagieren mit. Aber trotzdem fehlt uns ja eine, ne? Drei. Tagebuch eines Abenteurers. Ach so. Ich weiß nicht, was ich hier gefunden habe. Diese Architektur ist mir nicht vertraut und doch spricht sie mit mir, lockt mich an. Ich will sie weiter erkunden. Ich habe hinter den anderen Türen Stimmen in einer fremden Zunge gehört und hege kein Interesse herauszufinden, von wem sie stammen. Diese Tür interessiert mich allerdings. Sie wird durch irgendeinen Mechanismus blockiert. Möglicherweise steht er mit diesen Statuetten in Verbindung, die ich gefunden habe. Sie lagen überall herum, also habe ich sie mitgenommen. Ich werde versuchen, diese Tür zu öffnen. Schließlich nennen mich die Leute nicht umsonst Björn, das Glück... Okay. Das Glücks was? Das Glückskind. So ein Sack. Gut, also, das heißt, wir müssten die Statuetten hier richtig drauf anordnen. Das sind drei Statuetten. Zwei haben wir, grün müssen wir nochmal besorgen. Und dann geht Tor 4 auf. Wahrscheinlich, ja. Und dann brauchen wir nochmal alle vier und dann geht die nächste Tür auf, oder was? Wahrscheinlich. Weil ich... Keine Ahnung, werden wir sehen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Break. Ich würde fast sagen, wir gehen sogar nochmal nach Hause, um uns neu auszurüsten. Was? Ich weiß ja nicht, wie es bei dir falltechnisch aussieht. Ich habe nur noch 23 Schlangenpfeile. Ich hatte 160 dabei. Ich habe 108 Knochenpfeile. Und 60 Eisenkopfpfeile. Wir können natürlich auch noch mal in den grünen reingehen. Ja. Aber das machen wir dann nächste Folge. Genau. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Sorry, dass es kein Feuerwerk gab. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Tschüssi. Tschüss. Frohes Neues.